Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Spiel komisches Zeug im Internet. Ich bin auf was gestoßen, was echt ein bisschen verstörend ist. Ich habe einen Ausschnitt davon gesehen vom guten PewDiePie und ich dachte, ich probiere es selber nochmal aus, bevor ich mir das bei Ihnen angucke, will ich das selber live erleben. Ja, und vielleicht ist das auch hilfreich für so die ein oder andere Situation, wenn man irgendwo ist, im Zug, im Bus. Flugzeug, im Café, im Supermarkt, egal wo, es kann überall passieren, dass plötzlich eine Geburt stattfindet und niemand helfen kann. Daher werden wir jetzt diesen Interactive Natural Kindergeburt machen tun, um uns auf jegliche Situation vorzubereiten, die eintreten können. Our patient today is in her late 20s and is in pretty good health. She came into the hospital after her contractions became stronger and closer together. She is in her 39th week of pregnancy, so this baby is ready to enter the world. A fetal monitor will be used to make sure mother and baby are doing well during labor and delivery. Two electrodes are placed on the mother's abdomen to monitor the baby's heartbeat, as well as the strength of her contractions. Erst mal die Gürtel anlegen, um die Kontraktion zu spüren. Wieso? Ist da nichts? Oh, im zweiten auch? Okay. In addition, a blood pressure cuff will be applied to check the mother's blood pressure. Alles klar, Blutdruck messen. Our patient and baby are doing fantastic. Let's feel the patient's stomach to check on the baby's position. Baby po. Great. We can feel that the baby is positioned to come out head first. Richtige Position, so super Baby. So we do not have to worry about a breech birth. That is, where the baby is positioned feet first. Whoa! Our patient's water just broke. Now the amniotic sac is broken. We need to get our patient to assume the birthing position. We can see that the cervix is effaced and fully dilated at 10 centimeters. So we are transitioning into the second stage. Our patient is now having some painful contractions. Ja, so she is doing Gesicht the breathing exercises she learned aus. In her prenatal classes. Schmerzhafte Konzentration. Remember, since she has chosen to have a totally natural birth, we won't be administering any pain medication. Sie kriegt keine Spur. Now we want God. To bear down and push. Guckt euch das Gesicht an. 40 Minuten, viel spät. There it is. I can see the baby's head crowning. Occasionally, forceps or a vacuum is needed to help ease the baby through the birth canal. But we are doing okay right now. We are, however, going to help our patient slightly using our hand. This will provide added space for the baby to come out. Okay, wir sollen jetzt da drücken, um das größer zu machen. Okay. Was macht ihr Gesicht da oben? Was zum... The baby's head rotates as it exits the mother's body. Before we fully remove the baby from the birth canal, we need to make sure the umbilical cord isn't wrapped around the baby's neck. Fortunately, in this case, it isn't. Let's help the baby turn to slip its shoulder out. Okay. The rest of the body will follow. Jetzt mal ziehen. Oh. Okay, weiter. Wir können es auch so... Oh Gott. Das sah aus wie ein kotzendes Monster. The baby is born. Now, let's remove excess fluid from the baby's airways using the suction bar. Pumpe. Und dieser Hintergrund. Und jetzt pumpen wir die Pumpe in den Mund. We're almost there. Clamp and cut the baby's umbilical cord in order to detach it from the placenta. Da wegklemmt die Nabelschnur. Und da wegklemmt. Und da schnibbel die Schnapp. It's a baby boy. Junge, wir meinen Jungen. The baby, but we're not done yet. Color, süß. Reflex. During the final stage of birth, the placenta is delivered. Was ist? Removing the placenta requires just a bit more pushing by our new mother. Wie sollen die Plazenta rausziehen? Oh Gott. Uff. Alter Schwede. Ja, Gott.
Sieht aus wie ein Monster. If there are any tears to the cervix or vagina during birth, we would suture them. But in this case, our mother is fine. Sometimes a doctor will perform an episiotomy, which is a common practice in which the mother's vaginal wall is surgically cut during the second stage of labor to provide a large baby to pass through the birth canal more easily to avoid excess tearing. Oh, God. After birth, the cuts are sutured. To make sure her baby latches on. Okay, jetzt gibt es noch ein bisschen Nachgeschichte. Wir haben die Geburt geschafft und sind jetzt krass vorbereitet für jeden Fall. Oh Gott. Das Ende war echt besonders. Hab mich jetzt ein bisschen fertig gemacht, der Spaß. Ich hoffe, es hat euch... Jetzt seid doch mal still, ihr Frau. Machen wir mal den Ton aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Oh Gott, diese Geburt war da... war sehr natürlich und besonders. Und meine erste, und sie war wirklich was ganz, ganz Besonderes. Und ihr konntet dabei sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns bei einer neuen Runde irgendwas wieder, was nicht ganz so... ja... ist. Und wünsche euch alles Gute. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumle freuen. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich. Meine Stimme macht wieder, was sie will. Oh, Windelregen. Kackhaufen ohne Ende von Babys. Ja, falls es euch gefallen hat, Däumchen hoch. Wie schon gesagt, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, Abo-Knopf drücken, dieses große rote Ding und den Hard smashen. So wie ein freches Baby. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder. Haut rein. Ciao.